Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Staffel von LWS 15 und zwar der zweiten. Dabei sind heute der Thomas aka Bonsai und der Martin aka Devil Farmer. Hallo. So, und das ist diesmal ein relativ besonderes Projekt, was wir sonst noch nicht gemacht haben. Wir streamen das Ganze live, also es ist ein Live-Let's Play sozusagen. Einfach mal ein bisschen auf die Channel achten, auf Mr. Borosco oder auf Blockbuster Crew drauf gucken, beim Devil Farmer natürlich auch, mal auf Twitch vorbeischauen. Dann kriegt ihr auch mit, wenn wir das nächste Mal aufnehmen. Wenn ihr nicht warten wollt, bis die nächsten Staffeln oder Folgen oder sowas kommen, könnt ihr da zwischendurch schon reingucken. Wird allerdings auch wieder auf YouTube hochgeladen, natürlich. Wird ganz normal auf YouTube hochgeladen, also wie sonst die Staffeln auch. Wer es auf YouTube gucken will, kann es natürlich auch da machen. Aber wer, wie gesagt, nicht warten kann, der kann sich auch live reinschalten und uns live dabei zuschauen. Genau. Dann ist er wie bei ARD und ZDF immer in der ersten Reihe. Ja, richtig, so sieht's aus. Kurze Anmerkung noch, auf blockbustercrew.de gibt es oben das LWS-Projekt. Da einfach mal draufklicken, dann könnt ihr von uns allen dreien und vielleicht auch von späteren, die noch dazukommen, die Livestream-Ansichten auf einen Blick sehen und könnt dann auswählen, bei wem ihr gucken wollt, was euch gerade mehr interessiert und könnt dann einfach das Bild von ihm groß machen. Fand ich eine ganz geile Idee. Ich hoffe, Das kommt auch so weit bei euch an. So, Entschuldigung, Maus mal rücken. Und ja, Wollen wir eine Runde über den Hof? Ja, wir gehen normal über den Hof. Wir spielen diesmal auf der Volkshall. Da müssen wir aber erstmal Trecker suchen. Trecker sind unten in der Stallung. Genau. Da rechts irgendwo, ne? Laufen wir mal hin. Ich glaube hier. Weil rechts. Wir sollten auch die Tiere oben zeigen, weil das ist ganz genial. Achso, da unten. Ihr habt euch doch nicht etwa dahin getappt. Nein, ich gehe. Achso, stimmt, man kann ja laufen. Ha! Wie lange ich kein LWS mehr gespielt habe. Ja, ich cheate immer noch neben den Traktor, wo nichts drauf hängt. Ja, ich guck mal. Ja, also nehmen wir die Sämaschine. Gleich mal zum Traktor hinzu. Wir haben den Drive Mode und so weiter. Sehr genial. Auch so. Mit den Untersetzungen zum Zuschalten. Und Handbremsen Mod. Genau. Und Startknopf. So, jetzt können wir losfahren. Ich habe hier einfach mal die Anhänger abgekuppelt. Ihr habt schon gesehen, das habe ich hinten am Trecker gemacht. Ja, wir müssen aussteigen zum Ankuppeln. Geht nicht ranfahren und fertig. Wer macht das denn auch in der Wirklichkeit? So, ich fahre da mal einfach los Richtung Tiere, wa? Thomas kennt sich hier am besten aus. Der hat die Map diesmal ausgesucht. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut. Aber ja, das hoffe ich auch. Müsste eigentlich gehen. Ich muss kurz was einwerfen. Resi, ihr würdet mit dem Traktor. Ach, da. Zu die Schweine. Ah. Und bitte nicht wundern, es könnte ab und zu mal so kleine Ruckler geben. Wir haben diesmal ein bisschen mit dem Mods übertrieben. So. Hier seht ihr jetzt die Kartoffelwaschmaschine. Warte kurz, ich habe den Hostzaun. Warte kurz bitte. Okay. Jetzt geht's, danke schön. So, nochmal. Hier ist die Kartoffelwaschmaschine. Hierfür wird benötigt Wasser und Diesel, wird eingefüllt und dann kann man von der einen Seite einen Hänger mit Kartoffeln reinkippen und stehen lassen, weil das keine komplette Hängerladung reingeht. Zur anderen Seite hier vorne. Warte kurz, ich gehe mal kurz zum Computer, das ist auch interessant. Da gibt es überall solche Konsolen, wo man auch sieht, was alles reingehört und was entsteht und so weiter. Genau, da gehe ich auch mal hin. So, da seht ihr das. Genau. Ja, und hier setzt man dann einfach einen Anhänger dran und dann fallen die Kartoffeln automatisch in den Anhänger rein. So. Dann zur Weiterverarbeitung geht man dann hier hin. Das ist der Kartoffelgarer. Da ist dann hier auch noch so ein... Der muss mit Wasser befüllt werden. Dann die Kartoffeln rein. Die werden dann gewaschen. Die gewaschenen Kartoffeln müssen dann hier rein. Die werden dann gedämpft. Fallen dann hier raus. Hier muss man sie dann letztendlich mit einem Radlader rausholen. Kann sie dann hier in diesen Gitter werfen für diese Maschine. Die braucht dann gedämpfte Kartoffeln und Weizen oder Gerste und daraus wird dann Schweinefutter. Nicht zu verwechseln mit Mischfutter. Genau, das ist rein für die Schweine. So, und wenn man von allem Guten zu viel hat, hat man hier dann den passenden Unterstand. So, wie ihr dann seht, steht dann da Schweinefutter
mal ein bisschen schneller. Kartoffeln gedämpft und Kartoffeln gewaschen. So, schön mit Digitalanzeige, was wir schon gesagt haben natürlich. Genau, ich war jetzt auf der hinteren Seite. Ich war auf der hinteren Seite vorbei, da ist das gleiche und überall sind auch die Förderbänder, sehr nice. Also genau. leicht zu befühlen, leicht zu bedienen, deppensicher. Genau, und dann gibt es halt die Möglichkeit, mit einem Viehtransport noch Tiere zu kaufen. Dann ist man hier, wenn ich jetzt richtig bin, müsste das hier die Rinderfarm sein. Müsstest du am Sound hören eigentlich? Hört man ja auch den Sound. So, hier kann man dann Rinder kaufen, weiter oben auf der Map, mit einem Tiertransport. Und den kann man dann hier reinfahren und ausladen. Und dann züchtet man Rinder. Die brauchen natürlich von da vorne, von der Mischfutterstation, das Mischfutter, was man dann hier einfüllen kann. Wasser natürlich auch. Wasser ist an der Seite in diesem Behälter, den befüllt man. Und dann bekommen die automatisch über mehrere Tage Wasser. So. Also mehr als 6 Tage lasst ihr nicht zu. Genau, und dann fahren wir mal hier rum. Da haben wir die ganzen Silos draußen. So, und dann haben wir hier, genauso wie Rinder, kann man hier... genauso wie Kälbchen oder Rinder, kann man hier Ferkel kaufen. Das heißt, man züchtet sich seine eigenen Schweine groß. Danke für den Host. Und es sind da der BRU, natürlich ich, und der Bonsai ist das andere. Bitte schön. Ja, hallo. Der Bonsai ist das. Ja, Bonsai ist übrigens auch einer von der Blockbuster Crew. Genau. Der benutzt heute den Blockbuster Crew Account. Eigentlich ist das ja ein Gemeinschaftsaccount, aber da wir diesmal alle auf einmal streamen wollten oder mehrere Sichten sozusagen anbieten wollen, habe ich den Blockbuster Crew Account kurzerhand mal abgeschaltet. Ja, ich finde es interessant, und wenn man dann gewisse Aufgaben hat, kann man sich durchschalten und jedem eine andere Aufgabe zuschauen. Ja. Das macht ja sicher nicht jeder das gleiche immer. Genau. Wobei ich sage, ich würde gerne noch ein Teil der Tiere machen, weil das ist hochinteressant bei dem Ganzen diesmal. Ja, man kann sich ja immer irgendwie irgendwo unterstützen, ne? Also genau. Da ist der Mischfutterbehälter. Genau. Wenn man da vor dem Panel... Mal aus, kurz. Wenn man hier wieder vor dem Panel läuft, dann kriegt man auch wieder Infos. Also man braucht Heu, Stroh und Silage. Die Silageablagerung zeigen wir euch dann später, die ist weiter vorne. Wenn man das zusammenmischt, kommt dann das normale Mischfutter, das ist dann für die genau. Kühe. Und einen Anhänger am besten darunter, damit es dann direkt auch da reinfällt. Ja. So, obwohl das hat ja ein großes Silo. So, was natürlich auch ganz schön ist, wenn man Sachen untergelagert hat in diesen Schuppen oder in diesen Unterständen, dann braucht man. Danke für deinen Host! Braucht man danke für den Host. braucht man keinen Radlader, um das rauszuholen. Man hat überall hinten dran. Genau. Förderbänder, wo man einfach nur drunter fährt und es fährt automatisch. Außer bei der Silage, da sollte man ein mobiles Förderband hinstellen und bei den Kartoffeln braucht man halt den Radlader. Guck mal, da habe ich jetzt noch was gelernt. Mit dem mobilen Förderband bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das kann man doch auch hier ranstellen. Was sehr zeitaufwendig ist. Da gibt es nämlich einen Anhänger, also entweder man schließt vorne statt ein Gewicht an, weil man kann es verlängern, das heißt, er schießt über den Traktor dann. Ja. Oder man hat den Anhänger und hängt einfach hinten drauf und man kann nämlich den Anhänger ja schräg stellen. So, Entschuldigung, ich bin jetzt vorgefahren. Das wollte ich mal hier die Tankstelle eben zeigen. Uiuiui. So. Die haben wir, glaube ich, mal beim Test befüllt, genau. Ja. Wie ihr seht, da ist auch eine Füllmenge drin. Wir haben 28.486,87 Liter in den Behältern drin. Ja, muss man befüllen. Irgendwie noch einen Träger ausgemacht. Ja, habe ich gemacht, weil das ist ganz schön laut auf den Ohren. Also, wenn man den Ausschlag beobachtet, dieses Brummen alleine, wenn der Träger schon läuft, das ist hammerlaut. Da haben wir eine Mini-BGA. Hier hat man auch eine eigene kleine BGA auf dem Hof, muss ich direkt da hinten nehmen. Wie konnte man nochmal die Übersetzung ausschalten? Okay. Shift 456. Jo. Ach, du meinst diese Fall. Was meinst du jetzt? Den Fall von zurück? Nein, die Übersetzung. Ach so, Shift 456. Genau. Top. Da gehen wir auch mal hin. So, jetzt kann man hier. Kann man mehrere Sachen abliefern, und zwar Saatgut
gebeizt, das heißt, es gibt hier noch auf den Hof eine Maschine. Das zeigen wir euch dann später. Womit man Saatgut beizen kann. Dann kann man hier den Dünger reinmachen. Und Kalk. Aber wie ihr seht, ist es alles noch auf Null. Man muss das wirklich alles kaufen und befüllen. Ja, oder irgendwie selber herstellen, ne? Na, soweit möglich. Saatgut gebeizt, braucht man trotzdem den Dünger. Also den Dünger muss man auf jeden Fall kaufen. Ja, ja, klar. Aber, oder man nimmt den Flüssigdünger nachher, der sich hier selber zubereitet von den Tieren. Genau. Moment. Warte kurz, Bero ist noch nicht da. Bonsai? Ich muss mal kurz hier ein bisschen rumspielen, denn den Host, den ihr, oder den ich eben erwähnt habe, der kam natürlich für die Blockbuster-Crew rein. Ja. Und ich habe die Twitch-Alerts noch von der Blockbuster-Crew angehabt. Also sorry, auch in der Aufnahme, das ist natürlich nicht so geil. Da habe ich nicht dran gedacht, die abzuschalten vorher. Habe ich jetzt gemacht. Also, ich sehe die jetzt zwar noch in... Also ihr werdet den Sound wahrscheinlich noch hören, aber ihr werdet das Bild nicht mehr sehen. Da habt ihr auch verschiedene Lager halt für verschiedene Sachen. Stroh, Gras, also alles beschriftet schön. So, hier können wir zum Beispiel unsere Milch... Seid ihr da? Nein. Ja, bin hinter dir. Hier können wir zum Beispiel unsere Milch selbst homogenisieren. Das heißt, hier wird die einmal abgekocht und ist daher auch ein bisschen wertvoller, denke ich mal. Braucht man für die Buttererzeugung. Die Butter braucht Haarmilch. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem Spielzeug. Das darf der Martin, Devil Farmer mal erklären. Ich habe es schon fertig gemacht, aber... Unser Autofütterer, oder was? Genau, hier, mit dem hast du ja am meisten Spaß, vor allem mit dem Tablet, was du in der Hand kriegst. Ja, nicht nur das, ich habe... Hallo Lisa, danke für den Host. Ich hab's. Also, beschrieben ist ja alles, also einführen muss man wieder Silage. Danke für den Host. Siehst du das auch, Thomas? Ja. Also. Wie kommt es, dass du das auf einmal siehst? Entschuldigung. Das Ganze ist wie die Mischstation, wie die kleine Mischstation oben. Man braucht Gras, Stroh und Silage. Füllt man voll. Dann hat man da so ein lustiges Date da. Das ist so ein Mini-Roboter, sagt man dazu halt. Der Motor da ist dann zu mischen. Wenn man dran geht, kriegt man so ein geiles Tablet. Das ist so genial. Also, da kann man einstellen, ab wann er die Fütterung übernimmt. Ich habe es im Singleplayer, sage ich, eingestellt ab einer Kuh. Kannst du ja einstellen. Ja, wie gesagt. Aber Ich bin jetzt Mensch, ich stelle da nicht großartig was um. Aber bei einer Kuh? Dann steht der Mixfeeder, also man kann im Manual starten. Am Anfang, wenn man es mal anfühlen, wenn noch keine Küche sind, man will es mal anfühlen, kann man ja starten lassen. Und mehr Bedarf vor Fütterung, das habe ich mich eigentlich noch nicht herumgespielt. Aber das werden wir dann, glaube ich, im Laufe des Spiels einmal dann noch ausprobieren. Genau, wenn man dann weiterzieht, kommst du zu den Fütterungs- und Mischverhältnissen. Genau. Die man und dann Fütterungszeiten auch. Und genau. So weiter. Und Walter beim Entladen drehen, Fahrt drehen. Und wie man sieht, ist jetzt zum Beispiel diese vorangegebene Angabe so, dass die Silage immer am meisten gebraucht wird mit 50%. Ja, so, ich mach's jetzt mal zu. Und wenn das alles ist, fahrt das dann daher, ladet ein. Und dann seht ihr da oben dieses Metallgestänge da, die Schiene. Fahrt dann einmal da rum. Und macht alle Futterbehälter voll. Und dann macht hier die Futterbehälter voll. Genau. Dann geht das so weiter und bleibt immer stehen, ladet aus, bleibt stehen, ladet ihn aus. Und die Kühe kommen dann immer hier von der Weide. Man hat auch Warnlampen drauf, das heißt, erstens, man sieht oben in der Leiste, alles was leer wird, sieht man oben in der Leiste gleich durchlaufen. Das ist praktisch. Und am Gebäude sind auch noch Warnlampen. Das heißt, wenn irgendwas leer ist, geht dann eine Warnlampe an. Richtig. Gelbe Lichtung. Und wir kriegen auch oben meistens eine Schriftnachricht da rein. Genau. Das und das ist leer. Da haben wir wie immer dann den Güllebehälter unter Tage. Da sieht man dann den Füllstand und den Mistplatz. Genau. Hier kommt alles zusammen. Mist entsteht aber erst, wenn Stroh drin ist. Also sonst entsteht nur Gülle. Also Mist muss wirklich, wenn Stroh oder Heu drin ist. Also dann entsteht erst Mist. Aus Erfahrung fahre ich immer hin und hau in den Ställen erstmal ordentlich Stroh rein. Genau, das weil dann entsteht erst Mist, also falscher Traktor, hoppala, sorry, ja, kann passieren. Na, ist nicht schlimm, sehen ja auch alle gleich aus. Deswegen habe ich ein Ambo-Gerät hinten dran. Wie gesagt, wir haben mal so Traktoren, was man universal verwenden kann von der Leistung her. Fahr mal vor, Martin, fahr mal vor.
Kurze Info an Lisa nochmal. Du hast doch eben dem Devil einen Host gegeben. Du kannst immer nur einen gleichzeitig hosten, ne? Da haben wir dann die Milchsammelstelle. Da kann man dann zum Beispiel die Milch holen und kann es dann in den Homogenisierer bringen. Also ein Teil in Homogenisierer, ein Teil so verkaufen, weil für die anderen Fabrik dann braucht man die normale Milch. Die homogenisierte genau. Braucht man für die Butterherstellung. Also da sollte man sich halt dann ein bisschen einteilen, aber das kommt dann eh im Gefühl. Ne? Und da hat man dann diese Milchstation für dieses gebeizte Saatgut. Genau. Da sieht man, da kommt dann ein Flüssigdick, muss gefüllt werden und Getreide. Und das wird dann zusammengemischt mit dieser Spindel da drinnen. Also optisch hat das Gerät super aus, muss ich sagen. Und es soll auch dann dementsprechend einen noch höheren Ernteertrag bringen, da eben halt genau. Die Samen direkt im Prinzip gedüngt sind. Genau. Hoppla. Dann haben wir hier diese Lage.